neuer Tag, neues Glück. Heute geht's ins Exmoor, ins ehemalige Moor. Wir schauen noch gerade, wohin genau. Ja, dann kommt's halt einfach mit. Blick aus dem Fenster kurz mal. Schon wieder Regen. Jetzt sind wir in Honiton, gell? Und das ist ja eine High Street, so gehört sich das. Da ist der Radlfahrerkollege wieder. Ja, kleine Häuser, ein Laden nach dem anderen unten. Hier der Mr. Radlfahrer, wackel, wackel. Das ist nur der Radlfahrer. Ja. Genau. Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab. A363. Haben wir es geschafft, gell? Endlich mal ist uns einer an den Spiegel gedotzt. Auf so einer kleinen Straße, leider ohne Kamera. Kam uns einer mit einem Wohnwagen entgegengerast. Also, dann hat es Klunk gemacht am Rückspiegel. Schaden werden wir später begutachten. Jetzt sind wir hier am Wimbleball Lake auf der Brücke. Also, auf der einen Seite ist das mehr so ein Fluss hier. Schauen wir mal schon auf der anderen Seite. Das ist da hinten, ja, ist ein Strandbad oder so. Ich glaube, da darf man. Bestimmt. Ne, das sind aber die Büsche und das sind Blumen, auf denen es hier riecht. Hä? Ja. Ja, schöner See. Aber Schwimmen verboten. Hier könnt ihr lesen, warum. Wenn ihr das in Ruhe lesen wollt, dann drückt jetzt auf Pause. Und dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen. Ja, weiter vom See. Wo fahren wir jetzt hin? In die Mitte. Kreuzung gleich in die Mitte. Wir wollen nach oben mal schauen, gell, wo wir die Fasanen noch nicht gesehen haben. Und ja, Exmoor-Ponys brauchen wir auch noch, oder? Ja. Kommt von hinten, ja. Straßen nach wie vor autobahnartig ausgebaut. Jetzt sind wir ziemlich weit oben im Exmoor. Hier hast du einen fantastischen Blick ins Land, zeige ich euch mal. Wenn es da still hochgehen noch, dann schauen wir, dass man auf der anderen Seite auch ins Land schauen kann. Ansonsten gibt es hier unglaublich viel von diesen Erikas. Ha, puh, fliegen sie da. Jetzt sind wir oben auf dem Dunkery Beacon. Und ich habe mich verlesen gehabt, man, das war das Dunkery Bacon. Höchste Erhebung hier im Exmoor. 10 Meter weiter oben, die Gedenktafel. Unglaublicher Rundumblick. Unglaublich schnaufen muss ich. Also, ich komme schon rauf, gell, aber dann. Meine verstopften Nebenhöhlen und meinem belegten Rachen. Ich möchte nicht glauben, was hier fliegen rumhupfen. Und der Rundblick ist unglaublich. Jetzt fangen wir da mal an. So rum. Hinten das Meer, da schnaufen wir noch zwei hoch. Also unglaublich. Da stehen ein paar Germans rum da drin. Wie weit man da sieht, gell? Da haben wir. Also, da ich euch die ganze Zeit im Kreis rumführe, bis daher müsst ihr mir glauben. Ich bin wirklich oben, gell?
Also, ich habe mich da hochgewuchtet, bin ganz stolz auf mich. Jetzt habe ich jetzt mit der Beste drauf Ahnung gemacht. Wenn schon, den schon. Top of the Hill sozusagen. Ha, puh, mit einem Auto. Passen, wie weit haben wir gelaufen? 50 Kilometer mindestens. Ah, ja. Einfach über, sagen wir mal, 2000 Meter Höhenunterschied. Irgendwie sowas. Also, jetzt sind wir aber wieder unten, was getrunken. Und jetzt geht es wieder weiter. 1705 Fußfahrt. Muss man natürlich durch drei teilen, dann hat man Meter. Was sind das ungefähr? 600 Meter. Aber hier schon ein größerer Berg. Und jetzt gucken wir noch ein bisschen durch den Park, oder? Den Exmoor National Park. Und jetzt geht's oben Richtung Küste, ne? Und da wollten wir dann noch die Küstenstraße entlang fahren. Die soll sehr, sehr schön sein. So lang fahren wir hier noch ein bisschen. Durch den Ginster, oder was ist das? Ginster und Erika. Ginster und Erika. Stimmt, ein schönerer Wege hier den Berg hoch. So sind wir da den Berg hoch, 7 Stunden lang vom Basislager aus. Natürlich gerade wieder Traktor gekommen, gell, aber da war jetzt langsam mit der Camp. Aber dahinter ist ein McLaren Mercedes, gell, eigentlich schneller als der Traktor. Aber sehr höflich, man bedankt sich hier. Da könnte sich auch manch bayerischer Mountainbike-Fahrer eine runterscheiben, eine Schneide. Eine Schneide, habe ich gesagt. Runterscheiben, eine Schneide. Also eine Scheibe runterschneiden. Also die, wenn dich von hinten überholen, die sagen auch wirklich thank you, jedes Mal, wenn sie an einem Radl, an einem Fußgänger vorbeifahren. Sehr, sehr höflich. Das Schöne an der Straße ist, dass wenn man es dann nach links ausweicht, kann man dann einen Berg runterfallen. Die sind natürlich schon viel mit Pferden unterwegs bei der ganzen... Den Weg habe ich ausgesucht, der ist hervorragend. Schau mal her, was das für eine brune Straße ist. Die schwarze Straße, die dann aufgegangen ist, hat 25% Steigung gehabt. Und dann haben wir gewendet an einem, so einem Ausweichplatz. Und da stand, man soll sich da nicht aufhalten, weil es kämen Vehicles out of control unter Umständen dahergeschossen. Wo war jetzt diese Road? Ganz unten. Scharf links. So machen wir das. Oh, jetzt kommen wir da schon wieder welche rückwärts raufgefahren. Ja, alles fährt rückwärts rauf. Was kommt da? Ja, die Straße ist da so eng. Ja, vermutlich ein Doppeldeckerbus. Müssen wir nur weiterfahren. Ja, es geht aber fast gar nicht. Ja, da kommt echt ein Bus. Also kommt wirklich ein Bus. Ich mache nur einen Scherz. Kommt bestimmt ein Doppeldeckerbus. Wie ist denn der durch die Hauptstraße gekommen? Vorwärts. Ja, okay. Der fährt jetzt vielleicht öfter. Der fährt jetzt dann 25% Steigung. Und er freut sich. Ja. So, jetzt sind wir drauf. Oh, aus Wattenmeer, oder? Jetzt geht's aber auf wie hier. Naja, sind wir euch schon zu Fuß gegangen. Serpentine mit kleiner Brücke. Toll Road, jetzt müssen wir sein. The Pornock Manor Estate. Cars 250. Bicycles ein. Der steht da im Gemüse. Hello. Hallo. Salat. Okay. Und los geht's. Los geht's, ist gut. Den Gegenverkehr abwarten. Und vom Moped fahren.
ausnahmefreundlich auch hier im Straßenverkehr. Das ist ein richtiger Dödels. Wie in Deutschland hast du selten. Ja, wie die Mopedfahrer gerade eben. Atemberaubender Blick hier runter, Schatz. Unglaublich. Und wir fahren weiter. Laser sogar. Endlich haben wir hier Exmoor-Ponys. Sind die fertig? Ja. Nee, das sind Exmoor-Ponys. Man schläft. Oder ist gut. Das atmet. Also, da haben wir wenigstens einmal wilde Exmoor-Ponys gefunden. Kühe lecker essen. Alter, jetzt wird's aber hier lecker. Lecker. Vorsicht mit den Steaks. Jungbulle. Nicht ungefährlich hier, groß. Weil die Kühe da kreuz und quer laufen. Dann fahren wir langsam. Das ist schön. Heideputz. So gut, wenn du schaust. Schaut das Schaf. Also wir sind ja wieder im Inner Circle sozusagen. Also die Straßen hier rüber haben alle so diese Cattle Grids, diese Gitter. Und hier innen laufen dann die Tiere wieder alle frei rum. Die Schafe schlafen immer gern auch mal hier so direkt an der Straße. Und wie das mit den Kühen geht, habt ihr jetzt auch gesehen. Piste Depper, jetzt sind wir echt attackiert worden. Wir standen hier neben dem Auto, schaut mal, was da los ist. Hallo! Sie haben wir mindestens schon erschlagen. Braut da so. Ah, so komische Viecher. Eine krabbelt mal über Brünsche. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, im Rückspiegel, was da hinten los ist. Und hier kann man es anders sehen. Ich kann es zeigen. Das passt schon. Du lässt hauptsächlich jetzt die Fenster zu. Ein paar haben wir mit reingebracht. Und den Rest schütteln wir jetzt ab. So, jetzt fahren wir wieder heim. Haben wir genug erlebt heute, inklusive Unfall. Mir bleibt nur noch eins zu sagen. Einen habe ich noch das Getränk, und zwar ein Lemon and Lime Still Water. Das ist ein Wasser, das schmeckt tatsächlich nach Lemon und Lime, obwohl da weder Lemon noch Leim drin ist. Das ist irgendwas Künstliches. Probiert. Das schmeckt aber echt nach Lemon und Leim. Also ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls dem so ist, Daumen hoch. Wo ist er denn? Da ist er ja schon. Oder ein netter Kommentar wäre super. Eventuell, wenn ihr nicht gemacht habt, hier unten drunter abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Und macht es gut und pfiat euch. Was wolltest du?